Hey, das macht Spaß. So, hallo, ich bin's wieder und ich bin nicht alleine heute. Heute haben wir einen ganz besonderen Anlass. Tatsächlich habe ich am Wochenende die 500 Abonnenten überschritten. Das ist für mich ein super Erfolg. Ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute jemals meine komischen Videos gucken wollen. Finde ich super. Deshalb haben wir uns hier so ein bisschen versammelt mit zwei Freunden. Wir haben Sekt in der Hand, aber der ist natürlich nicht für uns, sondern für die Hauptperson heute. Für die Saira, die schuld ist, dass so viele Leute das abonniert haben. Und deshalb flop. Prost, Saira! Yo! So, wer macht das alles wieder sauber? Das wolltest du doch machen, Christian, oder? Ich muss los. Okay. Ja, ein bisschen wollte man noch erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wie ich zu Enfield gekommen bin. Ganz einfache Sache. Mich hat dieses Motorrad interessiert. Ich habe das im Motorrad gelesen, dass es so ein Motorrad gibt. Konnte mir aber immer nicht so richtig vorstellen, ob diese PS reichen. Wollte auch nicht nochmal ein Motorrad ohne Probefahrt kaufen. Das habe ich einmal in meinem Leben gemacht. War ein Riesenfehler. Ich sage aber nicht, was es war. Tatsächlich kam mal irgendwann ein Kunde zu uns in den Laden, der so ein Ding fuhr. Interessanterweise war das dieser Herr. Den habe ich aber da nicht wiedergesehen. Wir haben uns erst später wieder getroffen über diesen Videokanal. Zusammen mit meinem Freund Christian sind wir das Ding dann mal Probe gefahren. Das war tatsächlich mein erstes Video, was ich gemacht habe. Das war im Juli. Da hatte ich 26 Abonnenten. Jetzt haben wir Januar. Es sind über 500. Ich freue mich riesig. Nochmal vielen, vielen Dank an alle, die den Kanal abonniert haben. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Ne? So, dann, Christian, wie war denn das für dich mit der Probefahrt? Also man könnte dazu, bevor du jetzt was sagst, könnte man noch die Geschichte erzählen, dass wir zwei ja den Fellows Ride mitgefahren sind, da zwei junge Leute kennengelernt haben, die mit uns bei der Probefahrt waren. War das so? Das war so. Und ja, die Probefahrt war sehr interessant. Wir haben damals die Probefahrt bei zwei Händlern angefragt. Du hattest sie, glaube ich, bei einem anderen Händler angefragt. Und ich hatte dann die organisiert. Und ja, es stand auch ein bisschen auf der Kippe. Das Wetter war unheimlich schlecht und im Vorgang war auch Hochwasser noch angesagt und viel Regen. Und da wussten wir halt nicht, ob die Probefahrt stattfindet. Schlussendlich war es Freitag dann zu sehen, oder vorausschauend zu blicken, dass die Probefahrt stattfindet. Da haben wir uns dann noch die beiden. Alles gut. Eine GoPro ist ausgestiegen. Da piepst einer. Genau. Ja, und dann haben wir uns unsere beiden Freunde noch angerufen. Und ja, spontan und nett, wie sie waren, waren sie dann Samstag zur Probefahrt da. Dann sind wir zum Händler gefahren, sind zur Probe gefahren. Die Probefahrt hat stattgefunden. Und ja, das Video findet ihr dort oder dort oben verlinkt. Ja, könnt ihr euch nochmal anschauen. Da seht ihr dann auch nochmal Details zu der Probefahrt. Es hat viel Spaß gemacht und ich wusste schon vorher, dass auch bei mir noch eine Veränderung stattfinden muss, weil bisher bin ich die Honda CBR XX Probe gefahren, sondern bisher gefahren. Aber man will mit der Zeit, also auf längeren Strecken will man eine andere Haltung haben, beziehungsweise ein bisschen gemütlicher haben und nicht so gebückt und mit starkem Kniewinkel. Deswegen war mir das im Vorfeld auch schon klar. Mich hat es aber jetzt nicht so überzeugt, dass ich es an dem Tag dann bestellt hätte. Und ich wollte ein klein bisschen mehr. Aber für alle Puristen wie Mungo vollkommen ausreichend. Von wegen. Du hast jetzt gar nicht gesagt, dass du demnächst auch einen Kanal machen willst. Jetzt mach mal ein bisschen Werbung. Wenn das schon stimmt. Ja, den Kanal verlinkt Mungo hier unten in der Videobeschreibung. Ist der Co-Pilot, steht für Koblenz und für Pilot halt für Motorradfahren und fürs Pilotieren quasi. Deswegen ja, wird auch dann eine kleine Entscheidung kommen, welche Bikes bin ich 2021 Probe gefahren, was waren die Vor- und Nachteile dazu und wozu habe ich mich schlussendlich entschlossen. Und dazu wird es einen weiteren Content geben. Ich verrate jetzt mal, ich soll ja nicht. Okay. Es hat zwei Räder und einen Lenker. Habe ich auch schon gehört, ja. Genau. Ja, dann haben wir noch den Robert, der hat also richtig kennengelernt haben wir uns tatsächlich auch über die Videos. Der fährt auch eine
Himalayan. Allerdings die BS4, also die Euro 4 Version. Magst du mal sagen, was dich dahin gebracht hat? Irgendwann war im Motorradheft mal ein Test über die Himalayan und ich fand das puristische und das entspannende Entschleuniger einfach klasse. Ja, und dann hat man dann eben auf YouTube dann diverse Royal Enfield Videos immer geguckt. Auf die Art und Weise bin ich halt auch bei Mungo gelandet. Ja, und so hat es sich ergeben. Mungo wohnt bei mir in der Nachbarschaft, mehr oder weniger im Nachbarort. Und so hat man sich dann kennengelernt. Und meine Enfield fahre ich jetzt seit 2,5 Jahren. Bin eigentlich ganz froh damit. Ja, dieses entspannte Fahren. Hattest du mal Pannen? Nee, liegen geblieben bin ich nie. Nee, eigentlich nicht. Das mal für alle die Leute, die denken, mit indischer Qualität, das wird nichts. Das hat man ja auch an den Itchy Boots Videos gesehen. Das Ding scheint wirklich ganz haltbar zu sein. Wir werden sehen. Ja. Und einen kleinen Hinweis noch dazu. Wenn ich mich nicht ganz täusche, wird mein Motorrad auch in Indien gefertigt. Uiuiuiuiui. Das wird ja spannend. Ja, also von meiner Seite aus war es das auch, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt. Ich bin nicht so der YouTuber. Okay. Und du? Gute Fahrt und allzeit oben drauf bleiben. Okay, dann wie immer liken und abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann trotzdem. Tschüss.